just like sharks. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. After the storm came the calm and silence that make men crazy. Carla! Carla! Why? Why? Randy, can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We'd all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. Shiloh drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. Let's get out of here. Come on! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the sea. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything. Or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. Good luck, Randy. Randy nahm eine rotblonde Locke, das letzte Andenken an Carla, mit sich. Er wollte sie nicht töten, doch er musste das tun, was gemacht werden musste. The body is full of bites and bruises. She's been shot point blank in the head. Überall lauerten die Schatten. Randy wusste, er musste schnell und präzise arbeiten. Seattle's safe point must be the last stronghold in all the Pacific Northwest. Anybody alive must be trying to reach it. Randy schaute sich immer und überall um, ob er nützliche Dinge für sich und seine Gruppe finden konnte. Der Ausweis eines Fremden, sein Name lautet R.T. Chase. Er sammelte gerne die Ausweise. Es waren wie Andenken an andere Leute, die er bei sich haben wollte.
Randy wusste, er musste vorsichtig agieren. Die Schatten waren zwar nicht schlau, aber in der Überzahl waren sie doch übermächtig. Und er selbst durfte sich nicht verletzen. Denn alles, was ihn behindert, macht ihn langsamer. Er schaute sich um und sah sich immer die Gegend an, was er für Vorteile hatte gegenüber den Schatten. Überall hörte er die Schatten. The light. Once again, the light of a new dawn. Es war sehr anstrengend für ihn. Klettern, zu laufen. Doch er nahm alles auf sich, um seine Familie wiederzusehen. Die Welt starb. Alle Dinge starben in dieser Welt. Ben and the others made it out. They deserve better than this world. Er war glücklich, seine Freunde fliehen zu sehen. Er wünschte ihnen alles Gute, alles Glück, damit sie es schaffen würden. Er sah die Schatten. Er wusste, er musste sie anlocken. Er musste sie immer in Fallen treiben. Hier! Und sie folgten seiner Stimme. Obwohl er in den Wäldern sich viel Kraft angeeignet hatte, viel Ausdauer, hatte er noch immer Angst, in neue Räume reinzugehen, zu diesen Zeiten. Er wusste nie, was hinter der Tür war, ob es Schatten sind, andere Gefahren. Doch er musste einfach alles riskieren, um seine Familie wiederzufinden. It says here the highway is at the end of this tunnel. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there by now. Es ging abwärts. Er stinkte grausam. Eine Seite, die aus einem Buch herausgerissen wurde. Darauf steht ein Gedicht. Durch mich geht's ein zur Stadt der ewigen Qualen. Durch mich geht's ein zum wehvollen Schlund. Durch mich geht's ein zu der Verdammnis.
dead people, corpses. They don't impress me anymore. Randall war kein guter Schwimmer. Er konnte eigentlich gar nicht schwimmen. Doch er wusste auch, dass er vorbei musste. Aber die Gefahr durchs Wasser, sich zu infizieren mit Erkältungen oder anderen Krankheiten, war immer groß. Er mied das Wasser so gut er konnte, doch er wusste, er konnte nicht allen Wasser aus dem Weg gehen. Randall sah, wie die Schatten aufwachten im Wasser. Sie waren nicht gänzlich tot. Er versuchte mit aller Kraft voranzukommen. Sie kamen immer näher. Er schaffte es. Er hatte Glück. Denn im Wasser ist er wesentlich langsamer als normal. Willkommen in Seattle. Das ist von unserer Welt übrig geblieben. Eine sterbende Oase. Kein Wasser, kein Leben. Der Krieg zwischen Menschen und Schatten. Verwüstung. Die Interstate ist voller verlassener Fahrzeuge, die zur Flucht aus der Stadt benutzt wurden. Auf der anderen Straßenseite befindet sich eine Abkürzung zum Versteck.